Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Risen 3 Titan Lords. So, ja, ich war gerade mal etwas seltsam drauf und das lassen wir auch gleich wieder, diese seltsame Laune. Und hier liegt eine Schaufel. Meinen Augen entgeht doch nichts. Von daher, wir sind hier immer noch beim Baker. Er ist kein Bäcker, er ist ein Wächter. Einer, der ich irgendwann hoffentlich auch werde. Und er bringt mich jetzt zu den Magiern. Bring mich zu den Magiern. Na, dann komm mal mit. Okay. Ah, hier kann ich schon was erkunden. Überall auf Taranis wachsen Kristalle. Magische Kristalle. Mhm. Die setzen wir in die Artefakte ein und wirken damit mächtige Zaubersprüche, wo wir gerade hier sind. Vielleicht finden wir in der Höhle noch ein paar Kristalle. Ist sie denn sicher? Ich war zwar schon mal drin, aber du weißt ja, wie das mit Viechern ist. Manchmal kommen sie wieder. Du kennst dich aus. Hm. Also, riskieren wir einen Blick? Na klar, gerne doch. Klar, durchsuchen wir die Höhle. Da höre ich doch schon die Monster. Auf geht's. Perfekt, das will ich hören. Okay, ja dann. Zu dritt ist das ja noch leichter als sowieso schon. Ratte! Wow, 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 wow! Dunkeldürrer, zum Glück habe ich zwei Wächter an meiner Seite. Wow, wow, wow. Okay, ich kümmere mich um den hier. Ja. Nicht daneben. Mm-mm. Uncool. Schon besser. Einer weniger, okay. Einer von vier. Danke. Ja, zu dritt. Perfekt. Ah, und jetzt lassen die Krallen fallen. Wie viel sind denn Krallen so wert? Kralle. Vier? Vier pro Stück? Bleib schön an meinem Heck. Mir nach! Mir nach! Low. Erstmal Ratte! Aber ihm schön helfen. Er darf nicht sterben. Oh, oh. Ich lenk den mal ab. Ja. Ohne zu sterben am besten. Ruhm plus 10? Wovon? Ich weiß gerade nicht wovon, aber egal. Okay, einer weniger. Ah. Perfekt. Das ging gut. Willst du jetzt schon wieder gehen? Nee, oder? Schön, das war's. Ich bin fertig hier. Gehen wir weiter. Alles klar. Wir sind zwar nicht so ganz hier fertig, meiner Meinung nach, aber naja, okay. Dann gehe ich später nochmal in die Höhle und erkunde sie zu Ende, weil... Folge mir! Ja... Ich will ihn jetzt auch nicht warten lassen, dass am Ende die Quest noch fehlschlägt oder so, von daher... Kümmern wir uns später um den Rest. Mehr hast du nicht zu erzählen? Ich fand das cool, dass du nebenbei ein bisschen was über die Insel erzählst. Ja? Es gibt zwei Wege zum Lager. Der Weg oben durch die Höhle ist kürzer, aber man sieht nicht so viel von der Insel. Der Weg unten durch das Tal ist etwas länger. Die Entscheidung überlasse ich dir. Hm. Also? Hm. Durch die Höhle. Nehmen wir den kürzeren Weg durch die Höhle. Gut. Vor allem, ich sehe da schon Dunkeldürrer. Die können wir doch gemeinsam platt machen, ne? Das klingt gut. Ich glaube, so ist es auch gedacht, dass man hier direkt noch eine Leitung kriegt. Falls man Anfänger ist, weil sonst hätte man ein Problem, glaube ich, mit den Dunkeldürrern. Alter Schwede. Er macht gut Schaden. Ja, ich will Wächter werden. Es wir steht fest. Natürlich auch viele Kristalle. Zum Glück haben wir die Gnome. Fleißige kleine Buddler. Fleißige kleine Buddler, sagt er, okay. Gut zu wissen. Aha. Jetzt greift er an. Ausweichen. Das sind ganz schön viele auf einmal. Hat hier gerade jeder einen? Wirkt so, ne? Ah. Nein, so war das nicht gedacht. Na, ah, trink was. Ein Schlag noch? Jawohl. Junge, Junge, zum Glück habe ich ihn dabei. Zu zweit wäre das schon etwas schwieriger gewesen. Machbar immer noch, aber trotzdem. Immer schön die Krallen aufheben, die bringen mir gut Geld. Bleib schön an meinem Heck. Ist auch kein Zufall, dass ich das genau vorher von ihm lerne, oder? Definitiv kein Zufall.
Ja, ja, ich folge dir, keine Angst. Wow! Junge, er räumt ordentlich auf. Hallo! Geht doch. Scheiß Insekten. Schön, dass hier einfach jeder in dem Universum flucht, ne? Klasse. So, jetzt siehst du Taranis. Eine einzigartige Insel zwischen zwei Klimazonen. Mhm. Ah ja. Komm, es ist nicht mehr weit. Wie das unseren Haupthelden interessiert, ne? Ah ja. Hochspannend. Dort hinten sehe ich schon ein Häuschen. Generell, das ist echt eine riesige Insel. Du hast vergessen, wenn du bei den Magiern bist, schau dir unbedingt den Reaktor an. Ist ein echter Hingucker. Okay, gut zu wissen. Ein Gürteltier. Oh. Oh. Bleib schön an meinem Heck. Ich glaube, wir sind richtig. Yep. Und da ist auch ein Teleporter. Hübsches Gebäude. Das hat Stil. Die Magier haben definitiv Stil. Kommt mir bekannt vor. Hm. Folge mir. Meinst du? Wir sind da. Willkommen im Lager. Sieh dich erstmal um. Ich muss noch was klären. Wir sehen uns dann. Alles klar. Okay. Es ist ein bisschen her, seit ich das letzte Mal hier war. Und? Hat sich nicht groß verändert. Es stinkt wie eh und je. Tja, zum Glück gibt es noch keinen Geruchssimulator für Videospiele. Ich glaube, das wäre hier und da eine ziemlich beschissene Idee. Aber, naja. Geht doch. Schön. Direkt den nächsten Teleporter. Jetzt können wir schon schön entspannt hier und zwischen dem Hafen hin und her reisen. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich jetzt aber auch mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Und okay, das hier wäre der längere Weg durchs Tal gewesen. Den nehmen wir dann auch irgendwann. Mann, ist das eine große Insel. Oh, da kriegt man richtig Entdeckerlust, ne? Wenn man das so sieht. Wow. Wow, der Himmel. Na, wenn da nicht das böse Land ist, dann weiß ich auch nicht. Na, hast du Frischfleisch mitgebracht? Wie läuft's am Hafen? Da unten habe ich alles im Griff. Aber ich hörte, hier oben herrscht das totale Chaos. Bist du nur gekommen, um mir auf den Sack zu gehen? Kommt darauf an. Hast du meinen Rum? Natürlich, es ist alles da. Ausgezeichnet. Dann will ich mal wieder. Okay. Tja, danke nochmal, Baker, ne? So. Und? Hast du dich im Magierlager umgesehen? So ist es. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Ich für meinen Teil finde, es gibt nichts Besseres, als ein Wächter zu sein. Du solltest dir überlegen, dich uns anzuschließen. Ja, das klingt wirklich nach einer guten Idee. Und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Talbot, okay. Darf ich diese Truhe aufmachen? Die steht hier so unbewacht, ne? Käsegurk, Schreibfeder? Ja, stört keinen. Großartig. Moin, Talbot. Ist was? Ich arbeite. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Was gibt's denn hier zu tun? Ich sorge dafür, dass jeder dort ist, wo er hingehört. Ach komm, wir wissen doch alle, dass du nur den Kram machst, auf den sonst keiner Lust hat. Halt du dich da raus! Mich wundert es bis heute, warum sie dich aufgenommen haben. Ohne mich würde der Laden hier gar nicht laufen. Okay. Und jetzt erzählst du mir, wer hier wirklich das Sagen hat. Du meinst General Magnus, nehme ich an. Der steht meistens drüben auf dem Platz vor der großen Halle der Magier. Alles klar. Weitermachen. Ja, ich hab noch zu tun. Ja klar, na klar. Das sagen sie alle. So, hier reingeschlichen. Paula hat nicht gemerkt. Spruchrolle. Und dort oben? Brot. Und ein Bett. Aber das war's anscheinend auch schon. Dann nehmen wir nochmal den Taranis-Band. Taranis? Ich sag mal Taranis, wie aus WoW. Da habe ich mich letztens ja auch schön dick vertan, wo ich sagte Taranis oder so. Aber naja. Na, Paula? Du verschmutzt den ganzen Boden! Oh, sorry. Kein Problem, ich habe ganz saubere Schuhe. Ha, von wegen. Ihr Männer habt nie saubere Schuhe. Ich hab's Talbot schon so oft gesagt. Mir ist es egal, wie andere Häuser hier aussehen. Aber wenn jemand mein Haus betritt, bleiben die Schuhe draußen. Okay, na gut, Entschuldigung. Warum hast du so ein Problem mit Dreck? Warum? Wegen dem Ungeziefer natürlich. Wir haben hier sowieso schon die Ratten im Haus. Dauernd hört man es Schaben und Kratzen hinterm Haus. Das Geräusch macht mich noch wahnsinnig. Und Talbot, der verdammte Faulpelz, meint, das wäre normal. Ich kann mich gerne um dieses Quieken und Schnaufen von diesen Ratten kümmern, kein Problem. Ich könnte mal nachschauen, wenn du willst. Wenn du rausfindest, was es ist, wäre ich dir sehr dankbar.
Ich werde mal schauen, ob ich nicht auch eine kleine Belohnung für dich habe. Das klingt gut. Okay, und was macht Talbot so? Was macht Talbot so? Ein Nichtsnutz, das ist er. Und mehr es. Nicht. Hängt den ganzen Tag nur draußen herum, anstatt mir mal im Haus zu helfen. Ist auch immer das Gleiche mit den Männern. Man ruft zum Essen und sie kommen nicht. Nicht mal das kann er? Das ist ja peinlich. Talbot, du kannst nicht mehr essen? Ich werde mal weiter die Augen aufhalten. Ja, ist klar. Okay, was für ein Quieken ist das? Ein lautes Gürteltier. Och Gottchen. Es tut mir leid. Es tut mir gerade wirklich irgendwie leid. Ich meine, das hätte doch jetzt auch wegtragen können, aber es ging nicht. Ich habe versucht. Schade. Ich habe die Quelle des Lärms beseitigt. Tatsächlich? Ja. Es ist alles ruhig. Was war's? Ein Gürteltier, das hinter dem Haus gewohnt hat. Ha! Ich wusste, dass es Ungeziefer ist. Talbot wird was zu hören bekommen. Hier, nimm das als Belohnung. Ungeziefer? Das war ein Gürteltier. Ich fühle mich schlecht. Und ich weiß, ich habe letztens auch schon ein anderes Gürteltier erlegt, aber trotzdem. Und ich glaube, genau hier kann man trainierte Affen durchschicken. Aber, naja, noch kann ich das nicht. Und so heiß bin ich jetzt auch nicht drauf. Hardwick. Hey du, ich weiß, wer du bist. Ach, ehrlich? Ja, du bist doch der vor kurzem hier vor Anker gegangen ist. Und ich weiß auch, was du willst. Und, was will ich? Na, unsere Kristalle. Und wenn du die Magie lernen willst, wirst du sie auch brauchen. Aber du musst sie dir verdienen. Also komm nicht auf die Idee, uns zu beklauen. Ja, okay. Wie kann ich mir Kristalle verdienen? Tja, ich würde sagen, du brauchst einen starken Arm. Lass mich raten. Dann fehlt mir nur noch eine Spitzhacke. Genau. Aber wenn du was riskieren willst, biete ich dir eine Wette an. Sprich weiter. Eine Runde Armdrücken gegen mich. Wenn du gewinnst, überlasse ich dir ein paar Kristalle. Okay, und wie soll das funktionieren? Wie funktioniert Armdrücken? Du segelst über die Meere und gibst dich mit Piraten ab, aber weißt nicht. Ja, hör auf. Ich suche mir jemanden, der es mir beibringt. Hey, schon gut, Kleiner. Alles, was du wissen musst, ist, dass du gegen Mittag in der Taverne gegen mich antreten kannst. Alles klar. Gut, danke. Und der Einsatz? Was willst du als Einsatz? Behalt dein Gold. Es reicht mir, dich zu besiegen. Wirklich? Weißt du was? Wenn du verlierst, lässt du eine Runde Grog für die Jungs springen. Was kostet mich das? Mit 300 Goldstücken bist du dabei. Und nur damit du es weißt, wenn du verlierst, war's das mit den Kristallen. Also, fordere mich in der Taverne nur heraus, wenn du wirklich das Zeug dazu hast. Okay, danke. Und jetzt, wer bist du eigentlich? Erzähl mal was über dich. Ich bin ein Kämpfer. Ich habe nie was anderes gemacht. Erst für die Inquisition, jetzt für die Magier. Zusammen mit Frink, Magnus und den anderen bewache ich das Lager. Also, wenn du gegen die Regeln verstößt, werde es wohl ich sein, der dich verprügelt. Okay, danke. Was sind die Regeln des Lagers? Unterhalte dich mal mit Frink. Der wird sie dir schon beibringen. Frink? Du findest ihn beim Eingang zur Mine. Okay. Du verstehst dein Handwerk. Ach, weißt du, irgendwann triffst du einen, der besser ist als du. Aber wenn du mich trainierst, wird das nicht so bald sein. Na, warum nicht? Na, Kampf ist meine Stärke. Mal sehen, ob ich dir noch was beibringen kann. Das klingt gut. Was kannst du mir über den Nahkampf beibringen? Was willst du wissen? Schwerter lernen? Hiebwaffen lernen? Und Stichwaffen. Ja, Schwerter klingt eigentlich ziemlich nice. Die setze ich ja gerne ein. Ja, lerne ich mal. Ich will ein besserer Schwertkämpfer werden. Das Wichtigste ist dein Griff. Achte darauf, dass du das Schwert immer festhältst. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dir jemand das Schwert aus der Hand schlägt. Ja. Ansonsten ausweichen und zuschlagen. Ausweichen und zuschlagen. Es ist einfacher, als es aussieht. Okay, danke. Gut zu wissen. Was kannst du verkaufen? Einiges scheinbar. Aber erstmal Sachen verticken. Ich werde den Karabiner nie benutzen, von daher nimm den. Habe ich schon ein paar Krallen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Oh doch, sogar ein paar. Luchsfell, Zähne, Zunge, besser noch nicht. Brauche ich alles nicht doppelt. Gabel, Löffel, Messer, Schreibfeder, bla bla bla. Okay, was verkaufst du? Seidenhemd. Silberzunge plus 10. Nett für eine Kleidung. Ziemlich geil eigentlich. Egal, schwarze Weste.
Okay. Die trage ich doch schon, ne? Schwarze Weste. Ja. Die trage ich. Blauer Mantel. Klingensicher plus 5. Magiesicher plus 5. Und ja, Kugelsicher ist genauso gleich. Dafür kein Einschüchter mehr, aber trotzdem ziemlich gut. Blauer Mantel. Ja. Ist definitiv schon mal besser im Schutz, von daher nehme ich den. Schwarze Hose. Kenne ich. Nietenhose. Dieselben Werte, aber gleichzeitig auch noch Einschüchtern plus 5. Nee, nicht ganz so scharf drauf. Edle Schuhe, schlechter. Das ist besser. Was ist besser an den polierten Stiefeln? Irgendwie nichts, ne? Nö. Von daher nehme ich die normalen Stiefel. Okay, und dann verkaufe ich dir meine aktuelle Ausrüstung. Und zwar einmal die schwarze Weste. Obwohl, wenn ich Einschüchtern brauche, ich behalte ihn einfach mal, die schwarze Weste. Und die alten Halbstiefel allerdings kannst du haben. So. Ja, ne? Reicht das? Ja. Schön. Das war doch mal ein guter Deal. Von daher, Körper, blauer Mantel. Mal ein richtiger Mantel. Nicht nur so eine olle Weste, sondern mal ein bisschen mehr am Körper. Sehr schön. Es wird langsam. Und ein festes Paar Stiefel. Na also. Macht sich gut. Er folgt mir nicht, von daher... Na, er hier aber. Okay. Raus hier! Oh. Ich darf nicht hier sein, das wusste ich nicht. Ja, verschwinde! Ist ein Lagerhaus. Okay, ich weiß Bescheid. Deswegen wäre ein Affe doch ganz praktisch, um dort... Ich könnte auch da oben rein mit Papageienflug, aber egal. Eins nach dem anderen. Das ist wohl der Eingang zur Mine. Kann ich die hier aufmachen? Ich brauche einen Dietrich. Habe ich alle meine Dietriche gerade verkauft? Ehrlich? Bin ich so doof? Was kann... Alex, was machst du denn? Ich habe ja auch nur einen, natürlich. Oh Gott, das war jetzt extra teuer. Dämlich. Naja, selbst schuld. Na dann. Das war gut. Schön geraten. Sehr gut. Hühnchen und Schrot. Das hier ist dann wohl Frink. Ah, ein neues Gesicht im Lager. Bist du der Ersatz für Garelt? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Ach, verflixt. Ich hatte gehofft, dass endlich jemand seinen Posten übernehmen würde. Muss ich mich wohl weiterhin mit diesem Drückeberger rumschlagen? Was für ein Problem hat er denn? Was soll er denn machen? Ist er in der Mine eigentlich tätig oder bist du sein Ersatz oder so? Was für ein Problem hast du mit Garelt? Eines? Hunderte. Selbst die einfachsten Sachen kriegt er nicht hin. Hier herrschen klare Regeln und wenn diese nicht befolgt werden, dann ist ja bald der Ofen aus. Ach, stell dich nicht so an, Frink. Dass du dich nicht an Regeln hältst, weiß hier jeder. Aber lass uns da raus. Okay. Von welchen Regeln sprichst du? Na, dann sperr mal deine Lausche auf. Erstens, das Wort der Magier ist Gesetz. Zweitens, die Förderung von Kristallen hat die höchste Priorität. Und drittens, man hat auf dem Posten nicht einzupennen. Okay, ich hab's kapiert. Ach, hast du? Wie lautet dann die erste Regel? Das Wort der Magier ist Gesetz. Das Wort der Magier ist Gesetz. Absolut richtig. Ohne eine strenge Befehlskette läuft gar nichts. Nur wer die Regeln des Lagers beherzigt, wird es zu etwas bringen. Na klar. Brauchst du Hilfe? In der Tat. Ich warte seit einer Ewigkeit auf eine Lieferung Kristallbeutel aus der Lagermine. Da ich nicht damit rechne, dass Garelt sie liefert, wirst du sie mir liefern. Es würde sich für dich lohnen. Mein Wort hat hier im Lager Gewicht. Okay, klar, gerne. Ich bringe dir deine Kristallbeutel. Ausgezeichnet. 4 gefüllte Beutel sollten reichen. Und immer dran denken, die Förderung von Kristallen genießt... Ja. Oberste Priorität, ich weiß schon. Aber das ein andern Mal. Krieg ich die Tür auf? Tatsache. Ich kann mal versuchen, mich ganz schnell hier rumzuschleichen. So ein bisschen zumindest. Bis jetzt sieht er mich nicht. Hoffentlich kriege ich die schnell genug auf, bevor er mich sieht. Nee, warte mal. Okay, so schon mal nicht. Bis wohin? Nee. So. Jetzt zurück? Nein, wieder nicht. Okay, dann so. Alles klar.
Abräumer. Schrotpistole. Okay, die sieht gut aus. Der sehr große Streuwinkel macht sie effektiv unter Deck. Okay. Silberbecher, Zucker. Du wagst es, hier zu stehlen! Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Die Zeit läuft außerhalb der Truhe weiter. Das ist schon mal gut zu wissen. Das wusste ich ja vorher nicht. Okay, ich hau schon ab. Ja, verschwinde! Gut, dann schauen wir uns doch mal weiter um. Hier gibt es ja noch bestimmt eine Menge Leute. Oh ja, das Lager ist ja richtig voll. Hartwig kennen wir schon. Ist was? Nö. Alles gut, mein Freund. Ich dachte, wir könnten ein bisschen plauschen, aber du willst anscheinend nicht. Vetranio, cooler Name. Die Wäsche ist noch nicht fertig. Komm später wieder. Wäsche? Welche Wäsche? Na, die der Wächter. Irgendwer muss das ja machen. Und das bist dann wohl du. Mein Leben als Kadett habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Mhm. Ja, als Wächter wirfst du mit Feuerbällen nur so um dich, haben sie gesagt. Aber das einzige Feuer, das ich zu sehen bekomme, ist das vom Kochtopf. Du bist echt eine ganz arme Wurst. Okay, du bist also die arme Wurst hier. Ja, ich meine nein. Also jetzt schon, aber später... Ja, ja, große Pläne, ich verstehe. Mann, wenn ich meine Träume nicht mehr hätte, was bleibt mir dann noch? Naja, zumindest deine Wäsche. Na, danke. Ach Gott, er tut mir irgendwie fast schon ein bisschen leid. Erzähl mir mehr über die Wächter. Wir sind sozusagen der lange Arm der Magier. Alle neun in unseren Reihen beginnen ihren Dienst als einfacher Kadett. Die Jungs, die schon länger dabei sind, werden zu Wächtern berufen. Und über den Wächtern steht nur Magnus, unser General. Alles klar. Gut, schon mal zu wissen. Schon mal daran gedacht, abzuhauen? Nee, das will ich auch gar nicht. Irgendwann kommt ein Neuer, der meinen Posten übernehmen wird. Aber für den Moment wäre mir schon geholfen, wenn jemand das Lagerhaus für mich fegen würde. Hey, du bist doch neu. Willst du diese Aufgabe nicht übernehmen? Mich hier beliebt machen ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Nein, als Putzkraft wollte ich nicht enden. Hä? Ja klar, ich putze hier das Lagerhaus. Wohl kaum. Okay, ich kann's nicht sagen. Gut zu wissen. Ah, witzig. Das Lagerhaus fegen? Kein Interesse. Mist, hoffentlich kommt mit dem nächsten Schiff jemand, der es machen will. Bestimmt. Aber bis dahin heißt es kräftig schrauben. Ja, ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Sieht ganz so aus. Ach, tut mir ja fast schon leid. Bald ist es aber soweit. Nur fast. Oh Mann, nicht die Geschichte wieder. Ha? Warum hört hier eigentlich niemand auf mich? Weil die Schattenwesen, von denen du erzählst, uns gar nichts können. Sie werden kommen und sie werden... sich höchstens einen Satz heißer Ohren einfangen. Jetzt geh jemand anderem auf die Nerven. Okay, Kjeld und Agila. Wo zum Teufel reden die drüber? Psst. Hey, du! Komm mal her! Was gibt's? Nicht so laut! Sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Ach so, das erklärt die Klamotten schon mal. Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Was ist daran verkehrt? Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Okay, dann erzähl mal. Obwohl, erstmal... Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee, Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also. Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Was ist so einfach? Was ist dein Problem? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Die kurze. Die kurze reicht mir. Okay. Meine Freunde Tokel und Lina bewohnten bis vor kurzem mit mir die Fischerhütte. Eines Tages jedoch zog dichter Nebel auf. Ich meine, so richtig dichter. Also wirklich dicht. Jetzt sag einfach, was Sache ist. Mann, du hast es aber eilig. Also gut. Ich bin hierhin geflohen und weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Jetzt suche ich jemand, der nach ihnen sehen kann. Ach so, okay. Gibt es sonst noch etwas, das ich über deine Freunde wissen muss? Naja, vielleicht solltest du dich mal auf der kleinen Insel im See umgucken. Vielleicht hat Tokel sich dorthin zurückgezogen. Aber das ist nur eine Vermutung, nichts weiter. Und warum kannst du das nicht? Natürlich, weil du dich nicht wehren kannst, bla bla bla. Alles muss ich machen. Ich kümmere mich um die Sache mit deinen Freunden. Danke. Endlich tut hier mal einer was für mich. Ich denke, du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen.
Sei aber vorsichtig. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Bestimmt die Hütte, die ich auch schon vom Berg aus gesehen habe. Aber naja. Hallo Agila. Krasser Bart. Hey, ich bin Agila. Wenn du was Besonderes brauchst oder ein paar Kristalle loswerden willst, bin ich dein Mann. Das klingt großartig. Übrigens höre ich im ganzen Hintergrund eine Schmiede. Großartig. Das wäre cool, wenn ich hier endlich mal Schmied lernen kann. Hast du ein paar Tipps für mich? Klar. Wenn du Waffen suchst, sprich mit Gordon und Stanley. Und beim Armdrücken und Messerwerfen kannst du dir das nötige Gold verdienen. Ach ja, und wenn du die Chance bekommst, erledige eine Aufgabe für die Magier. Die Belohnungen sind gut. Aber auch beim Saufen lässt sich hier die ein oder andere Münze verdienen. Ich kippe mir meist spät in der Nacht bis zum frühen Morgen ein. Das klingt gut. Generell geht hier echt eine Menge, hä? Huh? Echt coole Insel. Wie ist das mit dem Messerwerfen? Das ist nur was für Kerle, die eine ruhige Hand haben. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du das Messer wirfst. Ach ja, falls du einen Gegner brauchst, sieh dich einfach bei der Scheibe um. Sobald jemand an ihr trainiert, kannst du ihn herausfordern. Okay, danke für den Tipp. Wie läuft das mit dem Armdrücken? Sprich mit Roderich. Es war seine Idee, das einzuführen. Er kann dir die Regeln erklären. Aber sei vorsichtig, wenn du gegen ihn drückst. Er hat keinen Arm, sondern ein Ofenrohr. Okay. Geile Beschreibung. Aber okay, also gibt's eine Menge Gold zu verdienen. Großartig. Handelst du auch mit Informationen? Tja, erst vor kurzem hat mir ein Vögelchen etwas Interessantes gezwitschert. Also, die Magier haben scheinbar einen feinen Vorrat an Kristallen angelegt. Und ein schlaues Kerlchen wie du kann ein paar Kristalle doch sicher gut gebrauchen. Na klar. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Nicht so schnell, mein Freund. Weitere Informationen gibt es nur gegen Gold. Ah, ja. Na, lassen wir das erstmal. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Was denn? Pistolen, Dolche, Panzerknacker, Meisterdieb. Okay. Pistolen lernen. Nee, ich will erstmal Schmied lernen. Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. Das sagst du so. Okay, so ein paar Anhänger und Kristalle und bla bla bla. Schwarze Perle. Apropos. Ich werde jetzt mal diese ganzen ollen Muscheln mal öffnen, die ich habe. Das sind so viele mittlerweile. Ist das unter Plunder? Wahrscheinlich. Ja. Na also, na eins, also. Zwei. Geschafft. Drei. Geschafft. Vier. Wer sagt, geht fünf, doch. Sechs. Geht doch. Sieben. Geht doch. Acht. Geht doch. Wer sagt's denn? Neun Perlen. Okay. So. 1500 Gold. Da geht mehr. Der geht mehr. Die schwarze Weste wollte ich behalten. Schwarze Perle war sogar dabei. Oh, cool. Ich habe noch eine Muschel. Die habe ich wohl übersehen. Naja. Dann nimm mal... Ja, nimm die Perlen. Gut. Hier ist eine Truhe. Keiner scheint sich zu stören. Also auf damit. Okay, wartet mal. So. Wurft euch Gold-Jadestein. Perfekt. Schlafen hier Leute, oder? Nee, es ist die Taverne. Ah, okay. Stehtisch. Ah, das ist bestimmt zum Armdrücken. Das hier, mein Freund, das hier ist der beste Platz auf dieser stinkenden Insel. Das glaube ich dir sofort. Hast du was gegen die Insel? Nein, 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 nein. Hier riecht es nur etwas streng, mehr nicht. Es ist schließlich mein Zuhause. Ja, Taverne ist immer gut, ne? Tja, hier haben wir was zum Brennen. Eine Spruchrolle. Generell. Brennkessel, praktisch. Mit Roderich können wir auch wann anders reden. Ich möchte eigentlich den Schmied endlich finden. Noch ist nichts bei der Taverne los. Ah, da ist diese Scheibe. Dort hinten hockt auch noch jemand. Boah, ist diese Insel voll, ne? Überall geht hier was. Hier schlafen welche. Okay. Langsam ist es aber auch Nacht. Wo ist hier die Schmiede? Ich höre sie doch. Da ist doch eine Schmiede, oder? Gordon? Du bist kein Wächter, oder? Nein, die Magier haben mich gerettet. Dafür leiste ich meinen Beitrag hier im Lager. Ich verstehe zwar nichts von Zauberei, aber eine ordentliche Klinge kann ich schmieden. Yeah. Und solider Stahl ist ein treuer Begleiter in diesen Zeiten.
Du willst die Schatten mit ordinärem Stahl aufhalten? Wenn du wüsstest, was man mit meinem Stahl alles anstellen kann. Wir werden mehr als das brauchen, um sie aufzuhalten. Trotzdem, ein guter Start ist es immerhin trotzdem. Ich will das lernen. Kann ich das Schmieden bei dir lernen? Ich schulde den Magiern einiges, also wirst du mich bezahlen. Aber denk dran, wer sich vor Funken fürchtet, gibt keinen guten Schmied ab. Wenn du nur eine bessere Waffe brauchst, kann ich dir eine verkaufen. Ja, ja, bla bla. 2000 Gold. Puh. Okay, das heißt ab jetzt 2000 Gold ansparen und dann endlich schmieden lernen. Endlich eigene Waffen. Juhu! Von daher, mein Name ist Alex. Bis dann!